Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online, yay! Im letzten Part haben wir es geschafft. Wir haben die Retro Cups abgeschlossen und nun ist es soweit. Weiter geht's mit den DLC-Strecken mit DK in einem Kart. Was für ein Kart, weiß ich noch nicht, das werden wir jetzt spontan mal so entscheiden. Ja, hatten wir die Riesenreifen schon? Ich glaube nicht. Das wäre doch mal was dafür. Ist zwar ein Quad, aber lass ich mal als Bike zählen, hat vier Reifen. Nehmen wir so wie es ist. Ja, welchen Gleiter nimmt der DK denn mal? Er nimmt den hier, den Parasegel. Obwohl, der Animal Crossing, oh, der hat auch was. Wir nehmen den Animal Crossing Gleiter, eindeutig. Und jetzt fangen wir an mit dem iCup. Auf den freue ich mich schon, denn da ist eine meiner Lieblingsstrecken dabei. Der eine oder andere wird es vielleicht schon sehen. Und auch schon eine Strecke, die ich eher wenig mag, aber im Offline geht die tatsächlich relativ gut, weil die Computer sind schon ein ganzes Stück schlechter als die ganzen Schwitzer da. Und bei den Computern sehe ich mich eher, was den Skill angeht. So, jetzt aber erstmal Yoshi seine Piste vom GameCube. Hier schön auf dem Quad, Alter, wie so ein Macher. Und der Wollo spielt auch gerade die Mario Kart Männchen. Das ist cool. So. Dann zeig mal, Affe, was du kannst. Du musst hier beweisen, dass du auch krass bist, so wie dein Neffe. Der hat sein eigenes Kart-Racing-Game bekommen. Und was hast du? Ein schlechtes Fun-Racer-Spiel mit Jetski-Bongo-Dingern. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ist das für die Wii rausgekommen oder für GameCube. Ist auf jeden Fall vergessenes Spiel. Und ja, kam das überhaupt raus? Ich glaube schon. Aber ein Donkey Kong Kart wurde gecancelt damals, wenn ich mich nicht täusche. Dann wäre es peinlich, wenn wir in unsere eigene Bananenschale gefahren werden. Okay, der DK, der mag zwar seine Bananenchen, aber dennoch. Naja, dafür kannst du auch nicht. Du denkst auch, du wärst ein Fettsack im Quad. Du bist aber nur ein Fettsack mit Quad 3. Na. Toll, jetzt bin ich ins Offroad gefahren. Aber hat irgendwie keinen wirklichen Unterschied gemacht. Oh, dann nehme ich hier natürlich immer die Abkürzung. Hier ist Kampf der Schwergewichter hier vorne und ich würde sagen, ich hoffe, der Affe gewinnt. Tatsächlich konnte ich echt mal nichts sehen mit dem Blooper. Ja, kommt auch nicht so vor, dass ein Blooper tatsächlich mal die Sicht versperrt. Ja, scheiß Blauer. Ja gut, das ist jetzt eher weniger geplant. Wenn mal ein gutes Item seht ihr, ihr habt alle Pilze und was hab ich? 3 Pilze. Oh, damit lässt sich arbeiten, würde ich einfach mal so behaupten. Den hebe ich mir jetzt auf für den SC. Ich hoffe, das klappt. Das wäre schon ganz geil in Kirchen, wenn ich den hinkriegen würde. Und es kam kein Blitz und ich wäre fast runtergefallen. So, aber DK lässt sich davon nicht abhalten. Der König des Kong-Dschungels. Den macht soweit nichts aus. So. So. Die Roten sind auch keine Challenges für mich. Ich bin DK. Das D steht für Dick. Und davon hat er einen ganz großen, dieser Affe hier. Das B. Blitz steht für beschissene Situation. So. Geschafft. Geschafft. Der DK hat sich in der ersten Strecke schon mal ganz gut bewiesen. Nice. Nächstes Rennen würde ich direkt mal ansetzen. So. Ich bin gerade am Überlegen, kann ich einfach mal direkt sagen. Auf dem Cup mit der Zelda-Strecke würde ich tatsächlich gerne Link spielen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, kommt die im nächsten Cut dran oder muss ich einfach mal schauen, aber jetzt erstmal ja meine Lieblingsstrecke genießen mit einem Fail-Start und leider ohne Bike. Es ist Excite-Bike, nicht Excite-Car, okay? Klar soweit. Mit dem kann ich schon mal schön gleich in der Kurve brausen. So. Und auch direkt das Doppel-Item, Mann. Das ist meine absolute Lieblingsstrecke hier. Das kann ich einfach immer wieder sagen. Das ist meine Lieblingsstrecke. So.
Wisst ihr, was ich übrigens noch so ein bisschen schade finde, als sie damals Deluxe rausgebracht haben? Dass die DLC-Strecken schön und gut, dass sie dabei sind. Die hatte ja natürlich nicht jeder normale Mario Kart 8-Spieler. Aber, ja, ich finde, man hätte noch, sagen wir mal, zwei Cups extra reinmachen können. Das hätte mir sehr gefallen, aber naja. Leben ist kein Wunschkonzert. Wir haben wenigstens Jahre später die Booster-Strecken bekommen. Wodurch natürlich auch neuer Content kam. Ja. Oh, da kann ich mich nicht beschweren. Es gibt viele coole Strecken. Im Basisspiel, in den Booster-Strecken, in den DLC-Strecken. In Deluxe kamen noch neue Charaktere dazu. Und die Battle-Maps nicht vergessen. Die waren ja im Original nicht vorhanden. Da bist du ja Ballon-Modus auf normalen Strecken gefahren. Und warum fällt immer schnell, hä? Also ja, da ist man auf dem normalen. Hier zum Beispiel hätten wir jetzt schön Ballonschlacht spielen können. Aber das finde ich auch schön, dass sie die geändert haben. Und exklusiv für den Ballon, also für den Battle Mode, gab es ja nochmal ein neues Item. Die Feder. Das hier schaut zu Super Mario Kart. Feiert endlich nach Jahren ihr Comeback. Auch wenn sie sinnlos ist im normalen Spiel. Und deswegen ist sie extra für den Battle Modus. Yay. Oh. Oh, Kacke. Hat noch getroffen, scheiße. DK, tu mir einen Gefallen. Gib Stoff, Alter. Gib Stoff. Das war echt kacke. Nein! Oh, Alter. Der blaue kam, die war mir auf den Fersen. Aber geschafft, der DK ist einfach ein Macher. Die Krawatte trägt er nicht ohne Grund. Der Businessmann, Alter. Krassestes Aktiendepot im ganzen Dschungel hat dieser Mann. Ich muss mich nochmal anders hinsetzen. Obwohl, ich merke gerade, dass ich meine Schreibtischunterlagen gerade so ein bisschen verbiege mit meinem Stuhl. Das muss ich gleich erstmal ändern. Das heißt, andersrum hinsetzen wird auch nichts. Naja, müssen wir halt durch. Erstmal durch den Drachen. Und dann schauen wir weiter. Und kein Tor gestartet. Und natürlich die Fetzelke denken direkt, kein Torbestart, das ist unsere Chance, yay. Nee, Bowser, du hattest deine Chance schon. Wario, du kommst auch noch irgendwann mal ran. Im übernächsten Part, höchstwahrscheinlich. Ich hab da tatsächlich so einen Plan. Ich könnte mal nennen, wie ich das machen werde. Ich hab da so eine Kombination schon im Kopf für Mario. So eine ganz, ganz klassische, die war quasi am Anfang von Mario Kart 8, die Schwitzer-Kombo. Man erinnert sich vielleicht noch an die. Vielleicht auch nicht. Aber ja, wenn nicht, dann werde ich die ja zeigen, ne? Bin ich jetzt. Ah, ich bin vorbeigefahren, ohne getroffen zu werden. Ich bin gut. Behaupte ich einfach mal und wird vom Blitz getroffen. Ey. So, kriege ich wenigstens das Doppel-Item. Danke. Ich finde es lustig, DK, wenn er vom Blitz getroffen wird, ist irgendwie so groß wie Cooper, wenn er normal fährt. Findest du nicht lustig? So. Schön, hier haben wir Kurve fahren. Bitte nicht runterfallen, das wäre nämlich sehr problematisch, weil ich gewinnen möchte. Das ist mein Ziel hier. Gewinnen, genau. Geht hier ums Gewinn, nicht um Spaß. Auch wenn Spaß, also weil Gewinn macht ja immerhin Spaß, ne? Also finde ich, dass die Redensart eigentlich richtig scheiße, weil es geht um Spaß, ja, aber Gewinn macht Spaß, ihr Idioten. Und natürlich gleich gegen die Wand. Yay. Ich kann nicht driften. Und dieser Cooperling Name hier bitte einfügen, fährt an mir vorbei. Limit. Oh. Ah, das hat er jetzt davon und bei meinem Glück kommt gleich ein Blauer. Ich guck schon mal auf die Straße. Was ist das für Straße? Karte, ich guck auf die Karte. Nochmal ein neues Doppel-Item hier. Gruppe Zielgeraden. Stoffkollege gibt.
Bowser! Oh nö! DK, du Loser! Lässt einfach den Bowser vorbei! Das geht so nicht. Jetzt musst du nochmal alles beweisen, dass du es kannst. Sonst sind wir raus. Obwohl, nee. Oh, wenn Bowser erster wird, doch, dann haben wir, glaube ich. Nee, da habe ich, glaube ich, mehr Punkte. Aber gleich viel weiß ich gerade nicht. Hätte ich auf seine achten müssen. Aber selbst wenn wir gleich viel haben, ich habe dann ja den Player-Bonus und er ist hier nur CPU. Also, ja. Kriegen wir Gold, aber mit einem Stern. Ist blöd. Gibt's auch keinen Stern? Möchte ich nicht riskieren, also fahr mal DK, gönnen wir uns wenigstens den zweiten Stern hier. Ist auch so ein bisschen schade, dass es die Sterne aus Mario Kart Wii nicht mehr gab. Für die, die nicht wissen, was das war, also wenn du alle Cups perfekt abgeschlossen hast, dann gab es einen Stern. Der wurde dann angezeigt über einen Namen im Online-Rennen und du konntest bis zu 3 sammeln und das war eigentlich voll cool, wenn du die hattest. Natürlich der blaue. Wir haben aber einen Vorsprung. Okay, liegt vielleicht an den Beschleunigungsplatten. Aber ja. Den möchte ich weiter ausbauen und halten im besten Fall. Ich hoffe, das war der einzige Blau für diese Runde. So, noch nicht mal ein Doppel-Item. Obwohl, doch. Sah bei mir nicht so aus. Naja, können auch zwei normale Items sein. Also zwei normale Itemboxen. Und schon schwupp sind wieder alle meine Items weg. Ich bin hier übrigens an der Stelle nie den SC gefahren dahin. Also den hier schon, der ist ja ein eher kleinerer SC. Aber den großen, da bin ich noch nie gefahren. Bringt der überhaupt viel? Oder etwas? Keine Ahnung. Also wenn ich ihn versuchen würde, würde ich mich wahrscheinlich dabei abmaulen, eine Position verlieren und der wäre für mich kontraproduktiv. Aber hey, so ist das Leben. Das ist das Leben. Jetzt erstmal ein Steel DK. Affe. Aua. So. Weg mit dir. Geht schön nach vorne. Und mal ein Doppel-Item. Alter, der deppt ja. Nicht in eine Banane. Oh, ab ins Ziel. Wo ist Bowser eigentlich? Hä? Der war doch... Ah, da auf der 2. Hä, wo war der gerade eben? Ich habe übrigens was umgeworfen. Ich habe mich doch mal anders hingesetzt. Naja, zeigen wir mal das. Gucken wir mal das Ergebnis. Bin ich blind? Höchstwahrscheinlich. Naja, erstmal hier Ladezeiten. Ein schönes Ergebnis kicken. Oh. Ah, da war Bowser auf jeden Fall. Da hab ich ihn gesehen. Ich habe ihn aber nicht in der Endabrechnung gesehen. Also doch in der Endabrechnung, aber nicht in der Streckenabrechnung. Ich bin anscheinend wirklich einfach nur blind. Naja. Passiert. Große Drachenmauer. Aber besser als Silber. Ja. Glückwunsch. 2 Sterne werde ich offscreen wahrscheinlich verbessern. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.